Was für ein Sonnenaufgang. Richtig geil. Damit, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht's auf nach Venedig. Ich habe gerade noch so ein bisschen den Sonnenuntergang gefilmt für den letzten Vlog. Und für jetzt habt ihr gesehen. Auf jeden Fall nice, die Sonne mal zu sehen, wie sie gerade aufgeht. So ganz spontan. Natürlich habe ich das schon mal gesehen. Aber so am Meer ist das nochmal was anderes. Ist aber ein bisschen frisch, muss man sagen. Aber dennoch hat sich das gelohnt. Jetzt geht's erstmal wieder zurück und dann wird erstmal was gefrühstückt und so weiter und dann ab nach Venedig. Wollte ich tatsächlich so nach Venedig, habe ich die Schuhe vergessen. Wir waren bei Lidl und ich habe mir eine Brezel geholt, so zum Snacken, und was witzig war, man musste das abwiegen wie Obst und hier kommt dann einfach so raus, was wie viele Kalorien da drin sind. Das fand ich ganz witzig, das kenne ich von Deutschland gar nicht. 100 Gramm, 63 Kalorien und so weiter und so fort. Kann man sich das ausrechnen, wenn man möchte. Ganz witzig. Eigentlich ist das ja nur zum Scannen gedacht, aber trotzdem. Und die Zutaten sind auch drauf. So ein kompliziertes Parkhaus habe ich eigentlich noch nie gesehen. Aber wir haben es endlich geschafft, wir haben geparkt. Und irgendwie mussten wir den Schlüssel da lassen. Das heißt, falls wir irgendwie mal umparken müssen im Notfall oder so. Keine Ahnung, da stand, da wird auch keine Haftung übernommen für Wertgegenstände im Auto. Jetzt habe ich mein MacBook einfach mal eingepackt. Da mache ich kein Risiko. Bei sowas habe ich immer ein bisschen Paranoia. Und ja, jetzt gucken wir uns erstmal die Stadt an. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Sieht bis jetzt ganz schick aus.
Der Espresso war ziemlich lecker, muss ich sagen. Jetzt laufen wir so ein bisschen, ja, immer noch durch die Stadt. Suchen uns eigentlich einen kleinen Ort, wo wir ein bisschen chillen können. An sich eine mega schöne Stadt, aber irgendwie sieht jede Ecke gleich aus. Also ziemlich viele Ecken. Busfahrt in Venedig aus. Kann man auf jeden Fall machen. In den Nebenstraßen von Venedig und wie man sehen kann, ist es auch schon dunkel und uns ist was richtig Krasses passiert, also beziehungsweise wir haben etwas Krasses gesehen. Und zwar waren wir ganz hungrig unterwegs, um uns was zu essen zu suchen. Auf einmal sehen wir eine Leiche auf dem Boden, beziehungsweise so ganz viele Polizisten und dann eine Leiche, die überdeckt war. Da dachten wir uns, hä, die lag einfach so mitten auf der Straße, also richtig krass. Und ich bin gerade hier einfach rüber in so einen Steg gelaufen, was eigentlich abgesperrt ist, wurde mir gerade gesagt, aber ich bleib trotzdem drauf, weil ich gerade filme. Auf jeden Fall lag die Leiche da einfach auf dem Boden, richtig krass, wussten auch nicht, was abgeht und das war wahrscheinlich ein Selbstmord oder so, also sah so aus, weil da direkt ein Hotel war darüber, Fenster offen, könnte sein, kann aber auch irgendwas anderes gewesen sein, man weiß es nicht. Okay, so viel zur Busfahrt bzw. Bootsfahrt. Irgendwas ist gesperrt. Die ganzen Busse halten jetzt hier an. Da müssen wir zu Fuß laufen, Cardio machen. Eieiei, stressig, aber wenigstens schön. Mal gucken, mal, wie viele Leute hier kommen. Die ganzen Booten. Verrückt. Was ist hier los? Sì, ma noi non volevo fare quello grande, quello, cioè praticamente sono quello là. Wir sind in der Nähe vom Parkhaus und anscheinend ist es nur eine Polizeikontrolle. Ich habe gerade gefragt, da steht aber auch Militär rum. Also man weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht Bombendrohung, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich viel Hektik so. Aber jetzt ist wieder alles ein bisschen ruhiger hier auf der Seite. Da gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Buden, die offen sind. Da gucke ich mal gleich.
das war Venedig. Und mein Fazit zu Venedig habe ich ja schon abgegeben, da auf dem Bootsteg, wo ich illegal drauf stand. Ging ja noch ziemlich viel Action ab. Und das mit der Leiche war einfach das Krasseste da, dass da einfach eine Leiche lag, so auf da, ja, so fast neben dem Restaurant so. Und irgendwie war da ein Polizisten, die haben da telefoniert und rumgeguckt und so. Also es war auf jeden Fall mega. Ein komisches Gefühl einfach. Aber wie gesagt, an sich eine mega schöne Stadt, aber nicht so spektakulär, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ist auf jeden Fall mega schön, die Stadt. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, dass man sich die mal anguckt, wenn man da in der Nähe ist. Aber ich persönlich würde da vielleicht nicht nochmal hingehen. Also vielleicht irgendwie mal in 5 Jahren oder so, wenn ich mal wieder Bock bekomme. Jede Ecke sieht gleich aus, aber es ist trotzdem eine echt schöne Stadt. Der letzte Tag ist somit auch vorbei. Morgen geht es auch schon wieder los. Die Sachen sind schon fast gepackt. Hier nur so ein paar Kleinigkeiten, die gepackt werden müssen. Und dann geht's wieder ab nach Hause, beziehungsweise erstmal nach Nürnberg und dann zum Wochenende hin nach Hause. Und ja, damit würde ich das Video hier eigentlich auch schon beenden. Ich hoffe, euch hat das Video bzw. der Einblick in Venedig gefallen. So ein bisschen die Stadt gefilmt, gezeigt und sowas, meine Meinung. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Beziehungsweise generell die 3 Urlaubs-Vlogs. Leider hatte ich kein gutes Internet, sonst hättet ihr alle aktuell gesehen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Besonders für die Leute, die mir bei Instagram folgen. Die haben das da schon alles so ein bisschen miterlebt. Können sich das Video jetzt auch nochmal reinziehen. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Videos. Wie gesagt, eine fette Ankündigung wird noch kommen. Damit haut rein.